Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. In einem meiner letzten Videos hatte ich euch ja diese wasserdichten Kanister vorgestellt, die ich mit so Survival-Equipment gefüllt hatte, also Angelhaken, einer kleinen Klinge und so weiter. Diese gibt es natürlich in verschiedenen Größen und die haben mich immer so um die 5 bis 10 Euro gekostet, teilweise sogar im Dreierpack. Aber das Ganze war mir etwas zu klein und ich habe überlegt, wie könnte man das Ganze größer machen, um vielleicht größeres Equipment auch da reinzupacken. Und als ich im Baumarkt war, ist mir die Idee gekommen. Und zwar habe ich mir einfach so eine Doppelmuffe gekauft. Die dient halt dazu, normalerweise zwei Rohre zu verbinden und dazu zwei Endkappen oder Blindkappen. Und diese werden halt hier und hier eingeführt. Das Ganze ist dann am Ende natürlich wasserdicht. Das sieht man an diesen richtig fetten O-Ringen, die hier drin sind. Das Problem dabei ist allerdings, wenn das jetzt komplett geschlossen ist, dann liegt der Deckel natürlich andersrum komplett auf. Und man würde den ohne Hilfsmittel nicht wieder aufbekommen. Also normalerweise geht man mit einem Messer hin und hebelt das auf. Aber ich gehe ja davon aus, dass ich nur diese Dose dabei habe. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich werde einfach in einem der beiden Deckel zwei Löcher reinmachen und dann hier diese Ösenschrauben oder Hakenschrauben anbringen, schön mit Dichtungsringen und Unterlagscheiben und natürlich die Muttern dazu. Und das ganze Set hat mich dann gekostet 1,69 für die Doppelmuffe, 1,19 jeweils für so eine Endkappe. Die Unterlegscheiben alle zusammen waren, ich glaube, 1,50 Euro. Die Schrauben waren etwas teurer. Ich glaube, 3,50 Euro sind insgesamt 4 Stück. Aber ich sag mal so, selbst wenn ich alles überschlage, zahle ich für diese große Dose eher so Richtung 6 Euro, würde ich mal genauer sagen. Ich werde jetzt also hier eine gerade Linie zeichnen, mache da zwei Löcher rein, bringe dann diese Schrauben da an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, die beiden Schrauben sind jetzt angebracht. Ich habe es extra mit zwei Muttern gemacht auf beiden Seiten, sowie jeweils einer Unterlegscheibe aus Stahl sowie einer aus Kunststoff auf beiden Seiten, damit die Schraube hier unten nicht so weit rausschaut. Natürlich hätte man die Schraube auch einfach kürzen können. Das Problem ist, man muss dann wieder nachfeilen und alles, damit das mit dem Gewindegang wieder passt. Das bekommt man die Mutter nur sehr schwer drauf oder vielleicht auch gar nicht. Und ich habe mir gedacht, ich spare mir die Arbeit, weil das soll ja relativ schnell gehen. Wichtig ist jetzt, dass die beiden Schrauben halt auf beiden Seiten richtig schön fest gekontert werden, damit sich das richtig schön quetscht, das Kunststoff hier. Und damit die gebohrten Löcher auch wirklich dicht sind wieder. Und das kann man am besten prüfen, indem man einfach Wasser reintut. Ja, und das Ganze werden wir jetzt mal machen und schauen, ob denn Wasser auf der anderen Seite rauskommt. So, ich habe das Ganze jetzt hier mal mit Wasser aufgefüllt. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ich lege mir mal einen Zefer hier drunter und dann schauen wir einfach mal, ob da Wasser rauskommt. Aber es sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich kann es jetzt natürlich schlecht umdrehen, aber von unten sieht man auch nichts, dass da irgendwo ein Wasseransatz wäre. Mal direkt an die Löcher rangehen. Aber da ist alles trocken. Natürlich herrscht da jetzt kein großer Druck drauf. Aber das ganze Prinzip scheint zu funktionieren. Ich kippe das Wasser mal aus und dann schauen wir weiter. So, das Ganze ist jetzt soweit eigentlich schon vorbereitet. Jetzt werde ich die eine Endkappe ohne Ösen schon mal anbringen. Und dann seht ihr, wie schwer das geht. Ich muss mich da also wirklich anstrengen, den Deckel da so drauf zu bekommen. Aber dementsprechend ist das Ganze natürlich auch schön dicht. Übrigens, optisch sieht das Ganze natürlich ja jetzt nicht so wie ein Highlight aus. Ich habe mir überlegt, zuerst die zu lackieren. Das Problem ist aber, man müsste das alles erstmal richtig schön aufrauen, weil die Oberfläche ist so glatt, da würden also ständig Nasen verlaufen und alles. Das sieht einfach nicht gut aus. Aber ich werde einfach hingehen und nachher hier in dem Bereich einfach Paracord drum wickeln. Ich habe da so schönes leuchtendes Paracord, das wäre natürlich optimal dafür, weil dann findet man die Dose auch
Wenn es dunkel ist, gut wieder. Dann befülle ich jetzt gleich mal die Dose. Dann machen wir den Deckel drauf und dann schauen wir weiter. So, die Dose ist jetzt fertig gefüllt. Ihr hört es vielleicht, da ist nur noch wenig Platz drin. Und ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt dazu gehen, zu zeigen, was da alles drin ist, mache ich noch schnell das mit dem Paracord. Denn ich möchte das so ein bisschen verdeckt machen. Und zwar werde ich hingehen und lege mir erstmal so eine Schlaufe, dass hier unten so ein ganzes Stück rüber schaut. Und erst dann gehe ich hin und wickle das Paracord da drum. Und zwar richtig schön stramm, dass sich da auch nichts mehr von alleine verstellt. Ich konnte mir das Paracord jetzt nicht zurechtschneiden, weil ich nicht genau weiß, wie viel ich brauchen werde. Und ganz wichtig ist halt, zwischendurch immer noch mal nachzuraffen, dass wirklich alles richtig schön stramm sitzt. Das Ganze machen wir jetzt bis oben hin. Wenn hier zwischendrin immer so Lücken entstehen, einfach wieder schön zusammenschieben alles, nochmal alles nachspannen. So, und ganz wichtig ist, oben darf das Ganze ruhig etwas gequetscht sein. Also auf jeden Fall schauen, dass ihr so viel wie möglich da unterbringt. Denn so habt ihr natürlich auch Paracord dabei. Das reicht. Jetzt gehen wir bis zum Ende. Etwas darüber hinaus. Schneiden das Ganze großzügig ab. Sagen wir mal hier. Und veröden das auch direkt. So. Und jetzt führen wir das einfach nur noch durch diese Schleife da hindurch. Denn wenn wir jetzt hier hingehen und ziehen hier dran, dann ziehen wir uns das Paracord nach unten durch. Das geht etwas schwieriger. Und deswegen war es wichtig, dass ihr nach oben hin wirklich alles gut ausfüllt. Das können wir dann nachher noch wieder richten. Denn wir lassen jetzt einfach die eine Seite da verschwinden und können das Ganze dann unten veröden, dass es wieder zusammenhält. Beziehungsweise ich kann auch einfach einen Knoten reinmachen. Dann tue ich mir leichter, wenn ich das Paracord später wieder abmachen möchte. So, und schon haben wir eine richtig schöne Umwicklung. Ich habe jetzt nicht gemessen, wie viel Kabel das ist, aber das ist ein Durchmesser von 10 cm, ungefähr 15 Rollen, also dürften das ungefähr so 4,50 Meter sein. Würde ich jetzt grob schätzen, genau weiß ich es nicht. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass wir hier den Deckel abmachen können. Man kann den so rausfriemeln, einfacher ist es natürlich mit dem Messer hier rauszuhebeln oder vielleicht würde es sogar gehen, wenn man hier anzieht, aber ich will mir hier noch so einen kleinen Griff machen, wo ich dann quasi so rausziehen kann. Und das Ganze wickle ich mir jetzt zusammen. So, wegen diesem Haltegriff, ich zeige das jetzt nur mal ganz kurz, weil ich will das Video ja jetzt nicht ewigst lang machen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache das einfach so lang, dass ich hier gemütlich so mit der Hand reingreifen kann, um es dann rauszuziehen. Das heißt, ungefähr diese Länge brauche ich. Dann schneide ich mir das hier ab. Gleich veröden, dass mir die ganzen Fäden nicht rauskommen. Und die beiden Enden, die mache ich jetzt hier zusammen. Das muss jetzt nicht bombenfest sein, denn wenn das dann nachher in dieser Position ist, werde ich hier auch nochmal Paracord drumherum wickeln, dass es halt ein schöner Griff wird. Aber das zeige ich dann als fertiges Produkt, weil das würde jetzt einfach zu lange dauern. So sieht das Ganze jetzt am Ende aus. Ich habe einfach so einen Doppelknoten gemacht. Ich glaube, Snake Knot oder so heißt der. Und theoretisch, wenn ich jetzt hier dran ziehe, sollte der Deckel abgehen. Es wäre jetzt unheimlich blöde, wenn das nicht funktioniert. Aber schauen wir einfach mal. So, es ist wirklich viel Kraftaufwand notwendig, um das Ding wieder aufzubekommen, weil hier natürlich dadurch, dass die Luft verdrängt worden ist, die Löcher sind zwar soweit wasserdicht, aber lassen halt minimal Luft durch. Das heißt,
beim Schließen wird die ganze Luft quasi rausgepresst. Und wenn man dann das Ganze öffnen möchte, entsteht natürlich so ein kleiner Unterdruck, der dagegen ankämpft. Aber ich habe es geschafft. Und jetzt schauen wir mal, was wirklich alles in der Dose drin ist. Also wir haben ein Pflaster. Wir haben hier einen kleinen Behälter. Da sind einfach Angelhaken, Bleigewichte, ein paar Köder und sowas drin. Alles schön verpackt, dass einem die Angelhaken nicht immer direkt in den Finger hauen, wenn man hier drin rumschnüffelt. Eine Kerze, schadet nicht. Dann Durchfalltabletten, Draht, Kopfschmerztabletten, ein Feuerstahl, Angelschnur, ein Victorinox-Messer mit Säge, gerader Klinge und einer kleinen Ahle sowie einer gebogenen Klinge und natürlich dem Flaschenöffner. Dann haben wir hier drin eine Signalpfeife. Die Tabletten lege ich einfach mal alle zusammen. Hier sind noch Allergietabletten, die gehören natürlich auch dazu. Etwas Holz, um den Feuerstahl auch nutzen zu können. Wasserentkeimungstabletten, davon habe ich insgesamt 10 Stück dabei. Das heißt also 10 Liter Wasser. Etwas Hühnerbrühe, passend zu den Entkeimungstabletten. Ein Brillenputztuch, vielleicht auch einfach nur, um sich die Hände zu reinigen. Eine Pinzette, schön spitz gebogen, um auch Zecken und sowas entfernen zu können. Eine Taschenlampe mit verschiedenen Modis, insgesamt ich glaube 5-6 Stück. Ein ganz normales Feuerzeug. Dann etwas Zucker, Klebeband, also Panzerband. Dann ein Tampon ebenfalls, um Feuer machen zu können. Büroklammern 2 Stück als Alternative zu dem doch recht weichen Draht. Der lässt sich halt sehr gut biegen. Die Büroklammern sind da vom Draht her etwas steifer. Und eine Rettungsdecke ist auch noch drin. Plus eine letzte Kopfschmerztablette. Und das war's. Und natürlich dazu das Paracord. Das Tolle ist, man hat hier auch direkt einen Behälter, wo man draus trinken könnte. Eben passend für die Wassereinkeimungstabletten. Wenn man den Behälter voll macht, ist es natürlich kein Liter. Das heißt, man schmeißt vielleicht nur eine halbe Tablette rein, stellt das in die Nähe vom Feuer. Nicht ins Feuer, das schmilzt sonst, aber in die Nähe vom Feuer, dann wird es erwärmt. Kochen braucht es ja nicht, ihr habt ja die Entkeimungstabletten. Aber um die Suppe vielleicht genießen zu können, kann man auf jeden Fall Wasser warm machen. Ja. Und so viel zu meinem Abflussrohr Survival Kit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.